Oh. Oh, ich hoffe, dass ich nicht dann gleich bei den ersten Gegnern sterbe. Ja, und damit herzlich willkommen zu Blue Fire und Zockerpuls auf Google Stadia. Okay, hier kann ich die Kamera bewegen, muss wohl einen kleinen Angriff machen. Okay, ich muss hier... Aha. Ich habe ja schon oft gehört, soll Zelda-Vibes haben. Okay, ja, ich Jump'n'Run, man hat ein Schwert. Okay, man kann somit eher so einen Luftsprung machen. Muss jetzt hier wahrscheinlich das untersuchen. Okay. Kamera bewegen, ja. So wie ein normales Game. No, wie schon gesagt, ich zocke auf Google Stadia. Und ja, ich. Als ob ich. Also ich schlag es bewegt sich. Also ich habe null Latenz. Als ob das Spiel auf meinem PC ist oder als ob das Spiel auf. Auf Konsole zocke, auf der, auf dem, ja, hier sieht eine Leiche aus, auf dem PlayStation, auf dem Xbox, keine Ahnung. Ich konnte das Spiel auch direkt spielen, seit es ist für Google Pro Kunden, die, wenn du 10 Euro im Monat zahlst, komplett gratis, also man zahlt 10 Euro im Monat, hat noch 4K, das ist auch ein 4K Gameplay. Ja, deswegen, also... Hier oben sieht ihr einen Timer, das ist wahrscheinlich so, man kann hier wahrscheinlich, ja, das sind auch wieder das mit Kamera bewegen, einen kleinen Speedrun machen. Ah, mit A springen, okay, das heißt, hier muss ich jetzt rüberspringen, der zeigt mit H. Okay, mit dem L-Kraft gehe ich wohl schneller, was ist das? Was ist hier? Okay, das kann ich nicht zerstören. Das ist ein Jump'n'Run, wie gesagt, es läuft butterweich. Hat eine coole Grafik, eine witzige Comic-Grafik. Gefällt. Echt ein gutes Jump'n'Run-Spiel, also. So kann man Gesundheit wieder auftanken, genau. Die Tür öffnen wir mal. Okay, hier öffnet sich so. Das Spiel gibt es wohl auch nicht nur auf Stadia. Ich glaube, es ist auch auf Switch und noch einige anderen Konsolen. Ja, wir spielen es auf Stadia. Es ist auch heute rausgekommen und direkt natürlich als Pro. Game. Genau, falls ihr wissen wollt, was noch im Pro-Monat dabei war, checkt die Videobeschreibung ab und am Ende natürlich auch und hier auf den i-Punkt könnt ihr klicken, dann kommt ihr zum Video zu den Pro-Games im Juni. Mit R2 länger drücken für einen Sprint. Okay, das ja, habe ich ja schon rausgefunden mit selber drücken. Also, ich hoffe, dass ich hier auch wieder hochkomme mit dem Stand. Mich hat. Ich glaube, da ist ein Gegner. Oh. Meine Energie ist auch schon ein bisschen Ding. Sieht auch so Herzen aus. Also schon sehr Zelda-Vibes, wie man da. Okay, ich glaube, ich kann dieses Ding hier nicht berühren. Ich hoffe, dass ich hier jetzt. Hier bin rübergekommen. Was da? Also ich soll das aktivieren. Benötigt Gefäß der Seelen. Ging schnell weg. Ich glaube, Seelen stand drauf. Die Tür sieht verschlossen aus. Das ist links. Wahrscheinlich hier weiter. Ja, ein Plattformer, wie man natürlich sehen kann. Sehr viel mit Plattform. Mit R komme ich so, glaube ich, über. Denke ich, mache das schon ganz richtig.
Das ist auch sehr intuitiv, muss ich sagen. Also sie helfen ja immer, bevor man etwas zu einem neuen kommt. Aber ich finde, das Spiel ist sehr intuitiv. Okay, hier wäre ich fast runtergesprungen, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also sehr, sehr intuitiv. Also Steuerung auch wirklich. Spiel der Controller. Ich spiele auf dem Zelda-Controller. Kann natürlich, weil ich jetzt das auf dem PC spiele, mit jedem anderen Controller, den ich will, zocken. Oder auch mit der Maus und Tastatur. Ich denke, so Plattformer eignen sich schon eher mit Maus, mit einem Controller. Und das Stadia-Controller ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Das sieht nach Training aus. Gucken wir mal, was der Himmel sagt. L2 drücken und R3, um Ziel zu wechseln. Okay, wir drücken mal. Okay, er zieht dann an. Und mit was? Mit dem R3-Stick. Kann ich dann noch. Okay. Sieht sie ja nach Training hier noch aus. Was natürlich cool ist, du kommst nicht direkt rein. Hier sind auch nochmal. Dann gehen wir mal weiter. Mega cooles Game. Oh. Träne mit richtigen Gegner, ja genau. Oh, ich hoffe, dass ich nicht schon gleich bei den ersten Gegnern sterbe. Sieht aber sehr danach aus. Okay, ne, es sieht doch recht leicht aus. Okay, jetzt sind. Ich hoffe, dass ich die Sachen hier noch einsammeln kann. Ich muss nur dagegen laufen. Ich dachte schon, warum verschwinden die so schnell? Gucken wir mal erstmal, was kriegen wir hier drinne? Energie wäre nicht schlecht. Oh, ein Schild habe ich. Okay, das hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Schild mit B erhalten. Ah, okay, wenn ich B erhalten, dann kann ich. Ich kann ja also quasi nicht. Ich kann aber quasi nicht Schild und ich glaube, das Schild. Ja, genau, es geht weg. Ja, habe ich jetzt schon ein bisschen. Wo war. Hier? Ne, hier, hier ist noch eine Truhe. Ein Schlüssel, ja, damit kann ich Türen öffnen. Cool. Die Erklärung ist doch lustig. Ein Schlüssel, damit kann man Truhen öffnen, eine verschlossene Türe öffnen. Danke. Das sieht aus, ich muss zurücklaufen. War hier eine Tür? Vielleicht sehe ich eine Tür. So, hier ist eine Tür, die ist auch verschlossen, aber da kann ich gar nichts machen. Hier, die ist auch einfach nur blockiert. Untersuchen. Westlicher Trainingsgarten. Die Tür ist blockiert. Das steht immer nur blockiert und nicht verschlossen. Ich habe also noch keine verschlossene Tür gesehen. Gibt es hier eigentlich Inventar? Ja genau, Schattenfragment. Ich habe Geister. Okay, das Tagebuch, ja, das ist das eine. Okay, das ist die Steuerung. Wie komme ich hier wieder? Ach, okay. Okay. Hm, hier ist eine Tür, aber ich glaube, die sieht ja blockiert aus. Die Küche, die Tür ist blockiert. Hier auch wieder blockiert. Spricht ja nichts. Wahrscheinlich muss das eine sein, die. Der innere Garten. Okay. Sind alle blockiert, oder? Also. Ja, das ist mit dem Sprint. Ja, von da komme ich doch, oder? Doch, von da komme ich. Hier ist noch eine Tür. Die sieht nämlich nur einmal nochmal hier. Die Waffenkammer. Oh, da würde ich jetzt gerne rein. Okay. Ne, genau. Das ist eine neue Tür. Ja, Leute, endlich. Ich habe es gefunden. Ja, eine neue Tür gefunden. Die ist relativ am Anfang.
die ist nicht blockiert, sondern war nur verschlossen. Das müsste eigentlich dann die sein. Was kann ich hier noch machen? Menü öffnen und Emote. Fangen wir mal mit Emote an. Okay. Ich habe keine Beine, Arme, oder? Hallo. Und Menü öffnen. Okay, da gibt es noch weitere Emotes. Okay. Ist das ein Online-Spiel? Weil sonst würden Emotes... Okay, hier wieder... Also, Zelda Wipes des Grauens. Also, falls du wirklich geile Lust auf Zelda und keinen Bock aber auf eine Switch hat, sondern einfach auf Stadia zocken könnt, kann ich euch das absolut empfehlen. Macht ein Pro 30 Tage oder ihr könnt sogar 3 Monate Pro gratis machen, falls ihr nicht ein ähnliches Angebot bereits habt. Ich verlinke euch ebenfalls mal einen Artikel von uns in der Videobeschreibung und auch jetzt hier im i-Punkt. Genau, okay, da ist. Guck. Das ist jemand, oder? Doremi. Lauschen. Ah. Sei gegrüßt, Reisender. Ich heiße Beethoven. Beethoven. Ich bin bloß ein bescheidener Flötenspieler, der diese unglaubliche Aussicht bewundert. Nach der Stimme sollte ich vielleicht meine Stimme ändern. Vielleicht lieber so? Der Wind auf meiner Haut. Das Licht in der Ferne. Fantastisch. Oder? Also. Glaubst du wirklich, dass dort draußen vor langer Zeit tatsächlich Menschen gelebt haben? Okay. Geht hier nochmal und dann sagt er. Es heißt, bevor das Schloss gebaut wurde, gab es da unten Städte. Okay. Muss ich jetzt nochmal? Entschuldige, dass ich so abgeschweift bin. Es ist nur. Bei dieser Aussicht komme ich so richtig ins Grübeln. Die Aussicht sollte ich mal, ja. Die Götter, die Königin, der Schatten. So viel soll hier passiert sein. Ich sollte ein Lied darüber komponieren. Aussicht, ah. Ah, ist aber mega aus. Also, muss echt, Leute, das sieht schon geil aus. Sieht schon cool aus. Diese Comic-Look auch, also. Ja. Der Wind auf meiner Haut. Das Licht in der Ferne. Fantastisch. Glaubst du wirklich, dass dort draußen vor langer Zeit tatsächlich Menschen gelebt haben? Ja, okay. Ist jetzt nochmal oder gibt's hier irgendwie noch was anderes außer. Okay. Eigentlich ist er ja lieb. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Das heißt, bevor das Schloss gebaut wurde, gab es da unten Städte? Fragezeichen irritiert mich ein bisschen. Okay. Ja. Ich denke, mit dieser wunderschönen Aussicht kann ich dieses First-Look auch mal beenden. Falls ihr gerne Let's Play auch insbesondere fürs Google Stadia sehen wollt, checkt mal den Kanal, wo ich auch mit Facecam und Co. aufnehme. Den verlinke ich euch auch mal unten und auch in der Endcard. Ja, das ist quasi der Gamer Dad heißt dieser Kanal. Das ist auch von mir. Also nur quasi und nicht Zockerpuls. Hier geht es ja vorderrangig um Gaming News und sonst was. Aber wir wollen jetzt auch ein bisschen mehr First Looks machen. Also wirklich neue Spiele kommen. Jetzt planen wir weiß, kleine, er tanzt hier schon rum. Drehen wir mal rum, da könnte man ihn noch mal ein bisschen anschauen. Wow, aussieht schon mega cool aus. Deswegen gerne mal einen Daumen nach oben. Abonnieren für mehr auch Stadia-Inhalte. Wir wollen vermehrt Stadia-Inhalte machen, weil wir echt Stadia lieben. Also Rainbow Six Siege warten wir nur auf Stadia, soll auf jeden Fall First Look kommen. Aber insbesondere auf den anderen Kanal Gamer Dad. Und auch Rainbow Six Siege, Ark und alles, was noch kommt. Deswegen checkt mal gerne die Videobeschreibung ab. Da sind alle Links, findet ihr alle Links hier auch jetzt in der Endcard. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye.